Die erste Serie der getarnten Bilder waren die getarnten Landschaften, wobei ich Tarnung in dieser Arbeit uminterpretiert habe. Getarnte Landschaft hört sich wie Nonsens an, eigentlich. Man kann ein Objekt in einer Umgebung tarnen, aber nicht eine Landschaft. In der Serie Getarnter Wohlstand wollte ich weder auf den Wohlstand hinweisen, sondern Fragen aufwerfen, die uns zunehmend betreffen. Deshalb sind auch Motive mit eingearbeitet, die das Gegenteil von Wohlstand sind. In dieser Glanz-Autolack-Ästhetik sind genauso Obdachlose oder ein Händler mit einem Bauchladen zu sehen. Und mit dieser Arbeit habe ich eben versucht, Elemente der Grafik und Fotografie und Malerei, die mich natürlich am intensivsten und längsten beschäftigt hat. In dieser Arbeit sind sozusagen alle Elemente irgendwie zusammengeflossen zu einer einheitlichen Arbeit, die jetzt etwas auf Distanz geht zu hergebrachter Malerei. Das drückt sich vor allem auch in der Wahl des Materials aus, also Autolack auf Aluminium. Das sollte bewusst die Ästhetik der Gegenwart aufnehmen, zitieren und nicht mit den Materialien der Malerei seit 500 Jahren arbeiten. Der Farbauftrag ist ganz minimal zu sehen, zu erahnen, wenn man weiß, dass die Farbflächen mit einem feinen Pinsel aufgetragen sind, kann man leichte Unebenheiten erkennen und der Betrachter kann sich auch in einer gewissen Verzerrung selbst drin spiegeln und wiedererkennen. Diese Art von pseudodigitaler Malerei reflektiert das mediale Bild, reflektiert unseren Erfahrungswert mit einer gigantischen Bilderflut und versucht den Betrachter, der auf ein Bild zugeht, insofern zu verunsichern, indem es ihm entzogen wird, wenn er sich dem Bild nähert. Das heißt, das Bild zerfällt in dem Fall und er muss als Betrachter aktiv mitarbeiten und sich seine Position zum Bild suchen, um verschiedene Aspekte einer mehrschichtigen Arbeit wahrnehmen zu können. Man erkennt aus großer Distanz Dinge, Landschaften, Gegenstände, Szenen, aber nähert man sich diesen Bildern, so zerfallen sie in ihre Einzelteile, in homogene Farbflächen mit scharfen Rändern. Und genau diese Ränder beschreiben nicht den Gegenstand, sondern entwickeln ein Eigenleben. Die Farben selbst mische ich ganz manuell, ganz traditionell und erarbeite mir so für jedes Bild eine Farbskala, mit der ich dann arbeite, vom Dunkeln ins Helle. Und manchmal passiert, dass ich auch noch die Richtung während der Arbeit leicht nachjustiere und korrigiere und verändere.